Also guten Morgen von 70 Meter Höhe vom Stadtpfarrturm. Die Loge 10, die sonst im Stadtrat stattfindet, macht heute Exkursion. Und ich habe die Ehre, Ihnen sozusagen den Stadtpfarrturm die Tätigkeit als Türmer vorzustellen. Ich bin Horst Ragusch, Türmer am Stadtpfarrturm Klagenfurt für den Tourismusverband Klagenfurt und zufälligerweise der einzige Türmer, den es in Österreich noch oder wieder gibt. Bis 1966 war am Stadtpfarrturm die Helene Reichel. Die war die letzte Türmerin, also eine Frau in Österreich, mit der armen Familie, wo aber trotzdem der Mann, er war Analphabet, also bitterarme Familie in der Zwischenkriegszeit, im Krieg und danach. Und die jüngste Tochter hat es trotzdem geschafft, Dozentin für Atomphysik zu werden. Das heißt, aus der Kargheit in die Entfaltung über Bildung. Entspricht auch meiner Biografie, das heißt, da ist man wirklich am richtigen Platz. Und jetzt wird der Stadtpfarrturm natürlich renoviert. Ich bin nur virtueller Türmer von Februar bis Ende Oktober. Und die Firma Greil schafft es, sozusagen das alte Kupferdach 900 Quadratmeter abzunehmen. Die Platten sind noch 100 bis 200 Jahre alt, das ist schon völlig korrodiert mit Grünspan. Dann werden unterhalb nach der Abnahme die ganzen Holzteile, Bretter, tragende Teile erneuert. Und dann werden 800 Quadratmeter neues Kupferdach aufgetragen. Vor ein paar Tagen wurde erst der Schein abgenommen, 6 Meter lang, vergoldet. Was glauben Sie, wie dick diese Vergoldung ist? Nur ein 8000stel Millimeter. Jetzt wird der Schein, der liegt zerlegt, jetzt in der Kirche neu vergoldet. Und diese dünn, extrem dünne Schicht haltet dann ein halbes Jahrhundert. Also auf dem hohen Niveau kann man jetzt live wieder erleben, wie in einem Reenactment, die handwerkliche Qualität, die Handwerker vor 300 Jahren beim Erbauen des Turms angewendet haben. Und vor allem mit zwei berühmten Gedichten von Goethe in der Ballade zum Totenkranz kommt der Türmer vor. Das ist eher düster. Es geht um Pest und Tod. Goethe war auch auf der Flucht aus Weimar direkt vor der Völkerschlacht von Leichtblitz 1813, der brutalsten Schlacht des 19. Jahrhunderts. 1832 hat er das berühmteste Gedicht über den Türmer geschrieben. In Lynceus spricht im fünften Akt von Faust folgende Worte: Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, gefällt mir die Welt. Und er sieht dann Wald und Reh, das heißt, das ist eine Liebeserklärung an die Welt und auch an sich selbst. Entspricht auch der Essenz der Tätigkeit vom Türmer und hat hier im Stadtpfarrturm auf der Aussichtsplattform, wenn sie wieder renoviert ist, eine Sicht über halb Kärnten auf die Schönheit der Landschaft und des Renaissance-Ensembles der Altstadt. Und außerdem habe ich so in den letzten 300 Jahren meine Frau kennengelernt, viele Freunde, Künstler, Literaten, mit denen man hier einen neuen Stadtpfarrturm aus lebendigen Erlebnissen, Veranstaltungen, Performances bauen. Es entsteht ein neuer Stadtpfarrturm. Nach der Renovierung werden wir weiter daran arbeiten.